Ja, das ist wohl die Frage, die sich jetzt alle stellen, ich mir auch gestellt habe. Was ist da gestern passiert? Warum sind nach den Nvidia-Zahlen, die so euphorisch aufgenommen wurden, die die Futures nach oben gebracht haben, die für einen starken Start der europäischen Session gestern gesorgt haben, warum wurde das abverkauft? Und zwar so herb, wie wir es selten gesehen haben. Was ist da los? Ist es die Angst vor der heutigen Rede von Jerome Powell in Jackson Hole? Wir erinnern uns an letztes Jahr, ging das ja auch nicht gut. Ich glaube eher nicht, sondern es ist eine sehr, sehr giftige Kombination aus einer wahrscheinlich wieder anziehenden Inflation. Erstens, das antizipieren die Märkte. Zweitens aus, oder kommt dazu, diese hohen Zinsen. Und die Wall Street hat schon vor einem Jahr geglaubt, als Paul in Jackson Hole auf den Tisch gehauen hat, dass die Fed die Zinsen bald wieder senken wird. Paul hat das mit harschen Worten zurückgewiesen. Diese Hoffnung hat immer wieder Rallyes angetrieben. Diese Rallye, die wir jetzt gesehen haben, im Grunde seit letztem Oktober oder seit März, seit der Bankenkrise, immer wieder die Hoffnung auf sinkende Zinsen. Das ist aber angesichts einer wieder anziehenden Inflation doch sehr, sehr unrealistisch. Und wir sehen dann als dritten Punkt, es wird immer klarer, dass der Konsument jetzt in den USA zu schwächeln beginnt, an dem so vieles hängt. Jetzt haben wir aber die Situation, solange die Inflation droht, wieder nach oben zu gehen, schon allein aus Basiseffekten, kann die Fed die Zinsen nicht senken. Die Inflation bleibt hoch, der Kostendruck für die Unternehmen steigt derzeit, wie wir aus allen Wirtschaftsveröffentlichungen oder aus allen Wirtschaftsdaten ganz klar sehen können. Und das bedeutet dann, dass die Margen der Unternehmen schlechter werden. Und wenn die Margen der Unternehmen schlechter werden, dann stellt man die Bewertungsfrage und dann stellt man wiederum fest, dass die Bewertungen natürlich immens hoch sind, vor allem bei einigen großen Tech-Aktien. Und dann sagt man sich, das ist wohl vielleicht nicht das allerbeste Umfeld jetzt, in dem wir uns befinden, nachdem mental die Märkte vor kurzem noch im Goldilocks-Szenario gewesen sind. Schauen wir uns mal die Nasdaq 100 an, diese Bearish Engulfing, die ist schon bitter, muss man sagen. Wir könnten jetzt so eine richtige Schulterkopf-Schulterformation hier sehen. Wir haben diese blaue Kerze hier, also grüne Kerze, wenn man so will, mit der Nvidia-Euphorie. Dann ging es noch ein bisschen hoch, dann dieser Docht und jetzt bums nach unten. Das ist sehr unschön und das sieht man sicherlich nicht alle Tage. Hier sehen wir nochmal die Euphorie, die hier mit Nvidia eingesetzt hat. Alle und Schmidts Katze haben dann die Kursziele nach oben genommen und wir sehen dann so eine Headline: Stocks fall on Thursday as Nvidia-powered gains fizzle. Aber warum sind die gefizzelt? Warum hat es die also zerbröselt, auf Bayerisch gesagt, diese Gewinne? Das ist eben the bigger question. Und die Hauptantwort, die man gibt: Ja, die Märkte haben so ein bisschen Angst vor den morgigen Aussagen von Jackson Hole, von Paul in Jackson Hole. Aber warum sollten Sie das haben? Was soll der denn sagen? Ich hebe die Zinsen auf 10% an oder wie? Es ist richtig glaubwürdig, ist das nicht aus meiner Sicht. Jetzt ist die Frage, was wird Paul morgen sagen? Wahrscheinlich, wie ein Analyst hier sagt, so eine ausbalancierte Rede, denn es geht um sehr, sehr viel. Er kann auf der einen Seite nicht sagen, oh, wir hören jetzt auf mit der Anhebung der Zinsen und werden sie vielleicht sogar bald senken. Auf der anderen Seite darf er nicht zu hawkisch sein, denn es gibt einige Sektoren, die jetzt richtig auf der Kippe sind und das könnte ihm dann ziemlich um die Ohren fliegen. Eine der zentralen Fragen, auf das ist die Hoffnung der Bullen, ob Paul auf die sogenannte Neutral Rate eingeht, also den neutralen Zinssatz. Und hier fordern ja einige unter Führung von Jason Furman und Paul Krugman, dass man eben die neutrale Rate, also jene Zinsrate, die weder die Wirtschaft stimuliert noch die Wirtschaft ausbremst, dass man das nach oben nimmt, was praktisch bedeuten würde, dass die Fed die Inflation nicht so stark bekämpfen müsste, was dann wiederum sehr dovish wäre, was dann wiederum die Renditen nach unten bringen würde von Staatsanleihen, den Dollar nach unten bringen würde und die Aktienmärkte steigen lassen würde. Wenn er das tut, was ich nicht glaube, aber es ist auch nicht völlig ausgeschlossen, nämlich zu sagen, ja, ich bin dafür, dass wir die neutrale Rate etwa auf 3% anheben, dann wäre das ein Game Changer. Schauen wir uns da mal an, was letztes Jahr passiert ist. Wir haben letztes Jahr in Jackson Hole genau eine ganz ähnliche Voraussetzung gehabt. Die Märkte sind von Juni bis August massiv gestiegen in der Hoffnung, siehst du, die Inflation geht ja ein bisschen zurück. Also sollten wir, wird doch der Pauli bald die Zinsen senken können. Wir wissen, dass das eher nicht passiert ist. Wir stehen dennoch zweistellig höher als jetzt mit über 5% Zinsen als damals
im August 22 bei der damaligen Jackson Hole Rede von Powell. Aber die Märkte haben damals ziemlich angeschnupft reagiert. Der Nasdaq hat damals 3,9% verloren, der S&P 500 3,3%, weil Powell wollte, dass die Aktienmärkte nicht mehr steigen. Ich will nicht, dass sie mit Aktien Gewinne gemacht, hatte ich dann getitelt. Aussage von Powell, die er so natürlich nicht direkt gemacht hat, aber indirekt. Neil Kashkari hat ja dann nach der Jackson Hole Rede, Fed-Mitglied, auch gesagt, ja, er ist sehr erfreut über die Marktreaktion, also über diesen Abverkauf. Aber wir sehen, wir waren damals halt noch bei über 8% Inflation. Und die Märkte wollten dennoch spielen, also hat er draufgehauen. Er hat ja kurz vor der Rede seinen Redetext nochmal geändert, weil er so genervt war über die Reaktion der Märkte, die eben nach oben gegangen sind. Das bedeutet, die Leute werden auf dem Papier reicher, das stimuliert Nachfrage. Nachfrage wiederum ist inflationstreibend, also wollte er das unterbinden. Jetzt aber in der Situation sehen wir, dass wir wahrscheinlich ein Wiederanziehen der Inflation bekommen werden, schon aufgrund der Basiseffekte. Wir hatten im Juni 2022 die höchste Inflationsrate. Wir haben gerade gesehen, ich kann es ja nochmal einblenden, dann ging es runter. August 8,3%, 8,2%, 7,7,7,1% und so weiter. Und die Zahl wird ja dann in der Regel am Vorjahresmonat gemessen. Und das dürfte bedeuten, dass wir wahrscheinlich in Richtung 5% wieder laufen. Wir werden sehen, wie die Daten reinkommen. Aber die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir jetzt zunächst mal zum Vorjahresmonat zumindest das Tief gesehen haben. Und das könnte bedeuten, dass die ganze Geschichte so ähnlich aussieht wie zwischen 1972 und 1976, als wir auch einen scharfen Spike nach oben bei der Inflation hatten. Dann ging es nach unten und dann ging es wieder nach oben zwischen 76 und 79, bevor dann die Revolution im Iran die Dinge noch verschlechterte. Warum der Abverkauf? Ich hatte gestern schon ein paar Hinweise versucht zu geben. Zunächst mal wichtige Levels, charttechnische Levels. Die Amis achten da drauf. 20er, 20-Tageslinie, 50-Tageslinie. Da ist der S&P davon abgeprallt. Wir sehen, dass wir von unten kommen, diese Aufwärtstrendlinie im S&P 500, die gebrochen war, nochmal getestet hatten. Ich hatte immer wieder auf diesen Bruch der Aufwärtstrendlinie und das Potenzial auch eines Retests, dass man da versucht, nochmal reinzukommen, in diesen Kanal beleuchtet, diesen Aufwärtstrendkanal. Dann rechts das Interesse ist sozusagen, wo sind wichtige Marken und was passiert an wichtigen Marken, zum Beispiel eben die 4400er Marke, 4430. Und da treten dann Mechanismen über Optionen in Gang und wir sehen die Dickfische offenkundig, die sind jetzt sehr stark abgesichert. Put und Call Ratio tendiert jetzt fast bei 1,2. Und es schien ja zunächst die Rallye zu kommen, dann ging das Put-Call-Ratio zurück. Jetzt sehen wir wieder mehr Puts gekauft. Die Big Player, die kleinen Leute, die sind vorwiegend jetzt in Calls unterwegs. Da sehen wir Nvidia 59% Calls, nur 41 Puts. Tesla 52, Advanced Micro, AMD also praktisch 62%, Apple 56, Amazon 64% Calls, also Palantir 66% Calls, eine Aktie, die gestern ja geschlachtet wurde. Das heißt, wir sehen hier, wie eine Menge Kleinanleger zur Schlachtbank geführt werden, die durch die Nvidia-Euphorie sich haben nochmal sozusagen anstecken lassen und zu sagen, hey, neue Allzeithochs kommen. Hier sehen wir das doch weitgehend sehr, sehr rote Bild. Apple 2,6% im Minus, Microsoft über 2%, Nvidia hat es gerade noch ins Plus geschafft. Wir sehen also hier deutliche Verluste. Nasdaq 100, dann der schwächste Index dementsprechend mit 2,2%, der Russell, S&P und auch Dow deutlich weniger. Also es war Tech-Schwäche, die wir hier gesehen haben und hier sehen wir, dass wir jetzt gleitende Durchschnitte sich gekreuzt hat. Der 21er hat den 50er gekreuzt, das gilt als bärisches Signal und wir haben jetzt wirklich eine der größten Negativkerzen in langer Zeit gesehen, sodass wir möglicherweise es jetzt mit einem solchen Abwärtstrendkanal zu tun haben oder eben mit einer Schulter-Kopf-Schulter-Formation. Oder ist das alles nur Fake? Es gibt auch für die Bullen noch Hoffnung. Aber dann muss Powell heute liefern, sonst wird es schwierig, diese Hoffnung aufrechtzuerhalten. Da braucht man irgendein Narrativ jetzt, um die ganze Geschichte hinzukriegen, nachdem sozusagen eine erfreuliche Nachricht nicht dazu geführt hat, dass wir weiter nach oben gehen, sondern zu einem Sell-off geführt hat. Also was sagt uns das, wenn selbst positive Nachrichten nicht mehr gekauft, sondern verkauft werden? Dann bedeutet das, wie zum Beispiel sichtbar bei Nvidia, ich hatte es gestern gesagt, dass die Dickfische alle schon in Nvidia drin waren. Es konnte keiner und wollte keiner mehr kaufen. Wer gekauft hat, war Retail, war
sozusagen das kleine Geld. Hier sehen wir diesen Kampf um die 200-Tageslinie bei den S&P 500 Aktien. Wir sehen jetzt, dass wieder mehr Aktien, also die Schwelle ist wieder unterschritten worden, die 50% Schwelle. Es sind also mehr Aktien unterhalb der 200-Tageslinie. Wir sehen schon im Nasdaq diesen brutal miesen Breath, also die Marktbreite hat nicht gestimmt, auch mit diesem Anstieg nicht. Es waren die wenigen KI-Werte sozusagen. Und deswegen ist diese KI-Euphorie ja so entscheidend für die Märkte, weil sie sozusagen der seidene Faden ist, an dem alles hängt und der darf nicht reißen. Dann liefert Nvidia und hält das Narrativ irgendwie aufrecht und trotzdem sehen wir diesen Abverkauf. Und das ist aus meiner Sicht einer der zentralen Mechanismen, die jetzt hier der Fall sind. Die Wall Street riecht, oh oh, das wird jetzt schwierig mit dem Konsumenten, die müssen ab Anfang Oktober jetzt die Student Loans zurückzahlen. Die schwächeln, die merken jetzt Stück für Stück die gestiegenen Zinsen, die reinhauen. Die leiden unter der Inflation. Die Preise fallen ja nicht. Selbst wenn die Inflationsdynamik sich verlangsamt hat, steigen die Preise ja weiter. Gleichzeitig ist das natürlich eine Riesenbelastung. Hier sehen wir mal Dollar Tree, etwas und billig Ladengeschäft. Wir sehen Disney jetzt so tief wie seit Oktober 2014 nicht. Wir sehen Nike, sehen wir 11 Tage in Folge gefallen. DKS hier unten rechts, das ist Dick's Sporting Goods, sehr populärer Laden in den USA. Massiv fette negative Kerze, eigentlich ein sehr gut aufgestelltes Unternehmen. Also alles, was mit Konsum zu tun hat, die Aktien werden abverkauft. Und jetzt sehen wir kontrastierend, hier die Einschätzung der Atlanta Fed zum BIP-Wachstum jetzt auf 5,9% nach oben geschraubt von 5,8%. Das war auch der Grund, warum sich dann die Anleiherenditen wieder nach oben schrauben konnten. Etwas, nicht viel, aber dieser Abwärtstrend, der war dann erstmal vorbei und das hat die Aktien aufgeschreckt. Das war nicht gut für die Aktienmärkte. Bob Elliott merkt hier richtigerweise an. Ich vermute, dass wir heute, dass wir mit dieser Veröffentlichung hier, dieser 5,9%, den Hochpunkt des No-Landing-Szenarios gesehen haben. Das glaube ich auch. Es wird eine Rezession geben. Das ist aus meiner Sicht mit einer überragenden Wahrscheinlichkeit. Dementsprechend geht dann eben auch dieses Narrativ der Wall Street verloren. Es wird keine Rezession geben. Soft Landing, dieses Motiv war ja auch ganz, ganz sehr wichtig. Und Paul hat jetzt nicht nur die Konsumenten zu retten, sondern er musste auch die Bankaktien retten. Schauen wir uns mal hier diesen Bankenindex an, der ja auf diese Trendlinie nochmal raufgeschlagen ist, dann sich erholen konnte, jetzt aber wieder nach unten geprallt ist, obwohl der Finanzsektor gestern noch der am wenigsten verlustträchtigste war. Aber wir sehen, und das ist auch ein Faktor, es fließt Kapital aus den Aktienmärkten raus. Das sehen wir bei den Vermögensverwaltern, die bei NAAIM befragt werden. Da ist jetzt die Investitionsquote auf 34% gefallen. Wir waren Ende Juli noch bei über 100%, dann 78, 65, 59, jetzt 34. Wir haben jetzt also die geringste Exposure auf der Long-Seite bei den Vermögensverwaltern im Jahr 2023. Hoffnung für die Bullen? Fragezeichen. Wir sehen hier auch die Daten der Bank of America, respektive von EPFR Global, dass jetzt wieder mal Geld aus den Aktienmärkten geflossen ist, nämlich 8,7 Milliarden. Das ist der größte Abfluss seit März und wir sind jetzt 4 Wochen in Folge, sind Gelder abgeflossen, nicht zugeflossen. Wir sehen also, dass sich da etwas geändert hat und hier sehen wir mal den S&P 500, der eben aus diesem Aufwärtstrend rausgefallen ist, punktgenau da getestet hat. Frage ist, das jetzt eine Schulterkopf-Schulter-Formation? Rechts sehen wir mal den Vergleich der Renditeentwicklung. Da hatten wir ja vorgestern den Rückgang der Renditen. Die Märkte haben gefeiert aus den falschen Gründen. Die Renditen sind gefallen, weil die Wirtschaftsdaten, die Zahlen von Einzelhändlern so alarmierend schlecht waren, dass dann die Renditen nach unten sind. Die Aktienmärkte, vor allem die Tech-Werte, haben sich gedacht, ist doch super, Renditen fallen. Aber das wird auch den Tech-Werten nicht helfen, wenn die Konjunktur abschmiert. Wir sehen dann diese Kerze nach unten beim S&P 500. Und hier dann das Potenzial, eben hier diese 4200er Marke zu testen. Jetzt wird aber erstmal, wenn ich das nochmal hier raufspielen darf in dem linken Grafik, diese Zone 4320, die muss halten, denn das ist gewissermaßen die Nackenlinie dieser potenziellen Schulterkopf-Schulter-Formation. Wenn es die Bullen schaffen, da zu verteidigen und wieder nach oben zu laufen, okay, wo nicht, ist dann eben der nächste Anlauf erst bei 4200 Punkten. Das ist dann die ganz große Trendlinie seit dem Oktober-Tief und das wäre noch einiges tiefer.
Also jetzt achten Sie deswegen besonders auf den Dollarindex, der ja auf dem höchsten Stand seit Juni ist. Wenn der nach oben ausbrechen sollte, wäre das für die Aktien miserabel. Sollte er zurücksetzen, weil Paul irgendwie bis sie dorfisch daherkommt, dann wäre das richtig schick. So, jetzt versuche ich das mal manuell wieder zu reparieren. Wo waren wir gewesen? Genau, da sind wir jetzt. Und zwar ist ja nicht nur der Jerome Powell in Jackson Hole, sondern auch die ganze EZB-Bagage, Geld, die Lagarde, die wird heute auch noch sprechen, interessiert aber keine Sau, auf Deutsch gesagt, weil alle auf Paul schauen. Jetzt hat Centeno, der Portugiese, der hat hier gesagt, wow, die Abwärtsrisiken für die Wirtschaft sind eingetreten, wie wir prognostiziert haben. Die Südländer haben ja immer gewarnt, wir sollten jetzt mal Schluss machen mit Zinsanhebungen. Die Nordländer haben gesagt, nö, wieso, die Inflation ist doch nach wie vor ein Riesenproblem. Da sehen wir also jetzt diesen Clinch. Wir sehen in der Fed einen Clinch zwischen denjenigen, die sagen, stopp mit Zinsanhebungen. Andere sagen, nö, wir müssen weitermachen. Das sehen wir in der EZB auch. Hier, wie gesagt, der Centeno hat sich hier ganz klar positioniert. Dazu gleich noch mehr. Wir sehen bei den BRICS jetzt diese Erweiterung in Saudi-Arabien, Argentinien, Ägypten, Äthiopien, Iran und Vereinigte Arabische Emirate. Natürlich ist das eine politische Botschaft, das ist natürlich ein Gegenpunkt gegen die G7, aber wir dürfen nicht vergessen, das ist sehr, sehr lose. Das ist, da gibt es keine Militärallianzen, da gibt es keine wirkliche Währung, da gibt es nicht mal Handelsabkommen, da gibt es keine Zollabkommen, da gibt es gar nichts. Das ist im Grunde eine lockere Gesprächsrunde. Natürlich sind da Dickfische dabei, vor allem aus dem Ölmarkt. Allerdings sehen wir eben auch, da sind dann so Länder wie Argentinien oder Iran, natürlich die Musterländer wirtschaftlicher Prosperität, ja, mit toller Regierungsarbeit seit Jahrzehnten. Da muss man unbedingt hin. Insgesamt schauen sich halt mal die Länder an, Iran. Vielleicht bis auf, mit Ausnahme Vereinigte Arabische Emirate, sind das jetzt nicht die Länder, wo unser eins oder wo jeder gerne mal unbedingt leben möchte. Also das sehen wir ja auch an den Migrationsströmen. Wer will etwa nach Ägypten auswandern oder in den Iran auswandern oder vielleicht nach Argentinien, auch nicht so. Sondern die wollen alle nach Europa, die wollen alle in die USA. Dementsprechend, das ist unser Asset. Wir haben Eigentumssicherheit hier, wir haben Rechtssicherheit hier und wir haben noch Meinungsfreiheit. Und die Freiheit, die wollen eigentlich alle haben. Die Chinesen haben den Deal gemacht, okay, ihr macht uns wohlhabend, dafür halten wir politisch die Klappe, aber hier diese Kombination aus Rechtssicherheit, Eigentumssicherheit und eben auch freier Meinungsäußerung, Freiheit, die ist sehr, sehr wichtig. Hier sehen wir, und das ist unser Asset, das wir haben, das wir verteidigen sollten. Das machen wir uns derzeit selbst kaputt, indem wir unsere Marktwirtschaft durch Planwirtschaft kaputt machen, indem wir einen Mainstream haben, der immer intoleranter wird gegenüber dem, was sozusagen jetzt gedacht werden soll. LGBTQ muss sein, überall, gell, divers muss es sein und so weiter. Klima, Hysterie und wer nicht dafür ist, der muss in der Hölle schmoren und so weiter. Das sollten wir uns nicht kaputt machen, sondern uns auf unsere Stärken fokussieren, eben diese Eigentumssicherheiten etc. Diese Kreativität, die uns noch möglich ist, wenn wir sie nicht jetzt mit dieser Planwirtschaft letztendlich kaputt machen, hier sehen wir mal rechts. Das ist Goldman Sachs, wie man eben die Wirtschaft im Jahr 2050 erwartet. China mit Abstand größte Volkswirtschaft vor den USA. Never, ever, 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 solange Xi Jinping an der Macht ist, wird das nicht passieren. Im Gegenteil, solange das der Fall ist, wird sich der Abstieg beschleunigen. Indien wird stark aufholen, das glaube ich auch. So, abschließend jetzt, bevor ich Sie in diesen wunderbaren Freitag entlasse, drei Empfehlungen. Nochmal, das hatte ich gestern schon mit Marktgeflüster empfohlen, aber es ist heute eben zentral wichtig. Nochmal, was ist zu erwarten von der Paul-Rede? Wie ist die Ausgangslage innerhalb der Fed? Was wird da diskutiert? Wie könnte er sich positionieren? Erste Empfehlung, wir sehen übrigens ja, dass die Wahrscheinlichkeit für eine Zinsanhebung für den September nur bei 20% liegt, aber bis November um und bei 50%. Also hier erste Empfehlung. Meine Damen und Herren, zweite Empfehlung, neuer Stress für Italiens Banken. Die italienische Regierung will säumige Schuldner, die Problemkredite nicht bedienen können oder die sozusagen ihre Kredite nicht bedienen können, einen Großteil der Schulden erlassen. Das würde dann die Banken in Italien massiv treffen und das würde vor allem diejenigen treffen, die Schulden aufkaufen. Das ist ja ein Riesenbusiness. Du kaufst zum Beispiel von einer Bank einen faulen Kredit auf und versuchst den einzutreiben. Der Preis, den du bezahlst bei der Bank für diesen faulen Kredit, ist nur ein Bruchteil. Die hat keinen Bock, sich darum zu kümmern. Du kaufst das. Das wäre für solche Unternehmen der sichere Bankrott. Das wird noch eine ganz, ganz heiße Geschichte. Das ist eben national
Sozialismus dieser Meloni-Regierung, da sollen die Leute geschützt werden und das unter einer nationalistischen Agenda. Auch das eine sehr schwierige Entwicklung aus meiner Sicht. Zweite Empfehlung, dritte Empfehlung jetzt. Nagel, und das ist das Gegenteil von Centeno, dem Portugiesen, der sorgt viel zu früh, um eine Zinspause auch nur zu erwägen. Wir sehen also, die Notenbanken sind untereinander gespalten, in sich selbst gespalten, in einer so schwierigen Situation wie jetzt. Das wird eine sehr heiße Phase, vor der wir stehen. Ich sage Servus und Ciao.